Einen schönen guten Tag, mein Name ist Venian. Ich heiße euch willkommen zu diesem dritten WoW-Szene.de Add-on-Watch. Heute beschäftigen wir uns mit einem Taschen-Add-on, also mit meinem Taschen-Add-on. Das heißt Combactor und ist auch in meinem ja, Interface enthalten, also in meinem Add-on Package, was es schon gibt. Allerdings ja, wurde ich so oft gefragt, wie dieses Add-on heißt, dass ich mir gedacht habe, hey, ich bringe dazu nochmal einen separaten Add-on-Watch raus und zeige euch nochmal kurz, was es kann. Ja, ihr seht hier nebenbei meinen Death Knight auf Mate Mortem, der gerade seine Quelle der Lagfestreihe fertig hat. Ja, jetzt mache ich hier mal seine Taschen aus. Das sind seine Taschen. Ihr seht's, man kann rechts eben ausstellen, ob man die eigene Tasche, also was man halt so für Taschen hat, eingeblendet oder ausgeblendet haben möchte. Dann kann man oben im Suchefeld eingeben, wenn man ein bestimmtes Item sucht, zum Beispiel jetzt eine Flask of Endless Rage, beziehungsweise eben diese AP-Flask, ja, dann erscheint nur die dort. Das ist natürlich ganz nett, das haben aber, glaube ich, viele Add-ons. Das ist jetzt noch nicht so genial. Ich bin auch jemand im Übrigen, deswegen finde ich das Add-on so toll, der sehr unordentlich ist in seinem Inventar, wie ihr sehen werdet. Ja, dann kann man hier noch wechseln, wenn man auf das Porträt geht, zwischen den ja, einzelnen Chars, die man da drauf hat. Zum Beispiel hier bin ich jetzt auf einem anderen Lagerchar von vor ein paar Jahren noch. Da sehe ich jetzt dann das Inventar von dem oder hier von meinem Druiden, beziehungsweise einem meiner Druiden, ist das hier das Addon völlig unordentlich. Man kann überhaupt nichts überblicken und eben aus dem Grund, ja, benutze ich dieses Addon, denn das hat einfach wirklich eine erhebliche Erleichterung, vor allen Dingen, wenn man unordentlich ist. Zum, ja, Organisieren seiner Sachen, sage ich mal, ja. So, dann jetzt hier noch zu einer weiteren Fähigkeit. Und zwar kann man nämlich unten einstellen, was für eine Gegenstandsstufe man sehen möchte. Jetzt bin ich gerade auf pur, also alle grauen Gegenstände. Jetzt wären zum Beispiel die weißen, also Quest-Items oder eben Flask und so weiter, werden dargestellt. Der Ruhestein ist dort. Jetzt die grünen Gegenstände, ihr seht jetzt hier Essenzen, blaue Gegenstände, Shards und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch die Epic-Gegenstände, das sind die Ausrüstungen, die ihr aktuell im Inventar habt. Und Legendary würde es auch geben, habe ich jetzt mit diesem Char nicht, daher lohnt es sich nicht. Mein Artisch ist ja auf einem anderen Char. Dann unten kann man auch auf Keys gehen, also sieht man alle Schlüssel. Ja, der Char hat jetzt atemberaubend wenig Schlüssel, aber naja. Dann, wenn ihr einen Char habt, der spezielle Taschen hat, wie zum Beispiel für Kräuterkunde in dem Fall jetzt hier. Dann gibt es da unten auch Trade. Da sind dann diese Taschen dargestellt. Da kann man natürlich auch unten nochmal, genau wie bei den Schlüsseln, wechseln in der Stufe, aber die sind natürlich jetzt meist alle weiß, beziehungsweise da ist die Übersicht jetzt nicht ganz so groß. Aber wenn ich zum Beispiel auf Grün gehen würde, würde ich nur Frostlotus sehen, wenn ich denn jetzt welche im Inventar habe. Ja, habe ich jetzt nicht. Dann kann man es rechts an dem Rand auch noch vergrößern und verkleinern, wenn ihr möchtet. Das ist auch noch ein Future. Und ja, das ist so dieses Taschen-Add-on. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ich habe das irgendwann Anfang der letzten Rough-Beta kennengelernt und finde das wirklich klasse. Kann es euch nur empfehlen. Combactor heißt das, ja. Ich schreibe es unten nochmal in die Beschreibung und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Euer Venien.